Grenzau gegen Mühlhausen, dieses Spiel stand ganz im Zeichen eines Mannes, Manfred Gstettner. Hier kommt er gerade in die Halle, wurde gefeiert, 80. Geburtstag des Machers des TTC Zugbrücke Grenzau und auch in diesem Alter immer noch ewig jung geblieben und nicht wegzudenken im Brexbachtal. Die Leistung von Grenzau an diesem Tag allerdings dem Anlass nicht angemessen. Hier eine Ausnahme, André Gacina mit einem tollen Ball die Linie entlang. Aber letztlich spielte er zu unkonstant und es rächte sich dann gegen Ovidiu Ionescu, der hier knapp mit 3:2 gegen Gacina gewinnt und die Gäste in Führung bringt. Auch Lars Hielscher an diesem Tag gut aufgelegt gegen Langschu. Schöne, sehenswerte Ballwechsel hier vom Routinier. Und er hatte dann auch im vierten Durchgang 5 Matchbälle. Und brachte die Gäste aus Thüringen mit 2:0 in Führung. Das deutete sich an vom letzten Einzel, dass dann Bohumil Wosicki gegen Luka Fukic, gegen den Ersatzmann, der Grenzauer bestritt. Das sollte wohl reichen. Und tatsächlich hat dann auch Wosicki im fünften Durchgang 3 Matchbälle und ganz, ganz wichtige Punkte sind das natürlich jetzt für den Post-SV Mühlhausen im Abstiegskampf. Dieser Auswärtssieg in Grenzau. Trotzdem, im Brexportal ließ man sich die Party nicht verderben. Anschließend wurde noch der 80. von Manfred Gstettner fröhlich weitergefeiert.